Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 3. Wir sind hier auf dem Wachturm nach der letzten Mission. Ist es irgendwie kalt hier drin oder geht's nur mir so? Ja, das könnten wir mit Batman weglasern oder mit Cyborg, aber ich will erstmal gucken, was Dave von uns möchte. Ich weiß nicht, wie es so schnell so kalt werden konnte, aber die Tür ist komplett zugefroren, wie der gute alte Plastikman auch. Ich habe versucht, eine andere Form anzunehmen, um sie aufzubrechen. Aber ich bin so spröde wie Alfred, wenn man ihn um Kaffee statt Tee bittet. Wenn du da durch musst, unternimm etwas gegen diesen mysteriösen Gefrierbrand. Moment! Mr. Freeze, bestimmt steckt er hinter der ganzen Sache. Sorry, aber dieser Ausgang ist wegen extremer Wetterbedingungen geschlossen. Ja, freilich ist das. Okay. Hier hast du einfach so schmelzen können, oder? Weltrost. Vielleicht du könntest mich aufs Eis führen, aber ich werde dich eiskalt erwischen. Das Einzige, was mich erzittern lässt, sind diese schlechten Witze. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Also ich kann ihn nicht einfach so vielleicht anschleichen und dann verprügeln. Okay, ich weiß nicht, ob das der Weg ist, oder ob ich ihn einfach abschmeißen soll. Aber so geht's auf jeden Fall. Also ich muss sagen, diesen bayerischen Synchronsprecher fühle ich gar nicht dafür. Das frostige Problem gelöst und oh, ich spüre schon, wie mein Plastik auftaut. Zeit für ein bisschen Gymnastik, um diese Tür zu öffnen. Okay, kann ich dieses mitnehmen? Okay, ich habe Plastic Man. Aber ist das mein Ziel? Moment, der kann ja immer lasern, stimmt. Ach, da oben ist was. Wahrscheinlich war das vorher auch schon, ich hab's aber nicht gesehen. Hallo, ich sehe das doch da oben. Also ich muss viel näher ran. Na okay, so hätte ich ihn anscheinend kaputt machen können, aber es geht doch anders. Oder krieg ich irgendwas Tolles? Ich krieg irgendwas Tolles anscheinend. Ah, okay, das ist für Plastic Man. Also ich hätte es doch einfach auflasern können. Plastic Man ist doch auch einfach nur irgendein random Typ, der Mr. Fantastic auf Mr. Fantastic basiert. Ich glaube, wir können mit ihm noch ein, zwei Sachen machen, tatsächlich. Ich würde es erstmal in die Halle der Gerechtigkeit gehen. Bevor wir jetzt weitermachen. Na, wir haben jetzt eine ganze Gruppe mit und wir können halt damit zu viel Sachen machen. Also vor allem haben wir jetzt gerade den Joker. Okay, wir haben auch Batman mit. Und die Extras bleiben wohl auch an. Ich wollte nämlich gerade anmachen vor dem Part. Und dann kann ich ihn nur ausmachen. Die waren schon an. Ich bin Conan O'Brien, der neue Wärter der Halle der Gerechtigkeit. Absolut, was ich sagen will. Ja. Wo sind denn hier Dinger? Hier kann ich fliegen, ja? Nee. Oh, ich kann mit dem fliegen, das ist lustig. Es macht doch nur ein nerviges Geräusch, zum Glück. Ja. Hier war dann nichts mehr so weit. Ich glaube, hier kann ich auch nichts tun. Ich meine, irgendwas konnte ich mit ihm noch irgendwo machen. Also ich glaube in der Bathöhle spätestens. Hier ist soweit nichts, wie es scheint. Ah, da können wir mit dem Joker weitermachen. Oder mit Cyborg. Oder mit Batman. Das ist mit jedem.
Danke, Doc. Ich schulde dir ein Glas Orangen, Simo. Adam West in Gefahr, okay. Also ich kann hier mal Treibstoff laden, aber den habe ich halt schon. Hier ist nichts, okay. Das heißt, wir können mal in die Halle der Verdammten oder der Verdammnis. Der Verdammnis. Ja, es geht immer nicht kaputt. Aber wir können hier gleich weitermachen. Habe ich hier jemanden, mit dem ich fliegen kann? Ich glaube nicht. Weil oben war was mit... Ich dachte, ich bin mal ganz modern und statte meine Pinguin-Bots mit künstlicher Intelligenz aus. Aber die Frechdachse sind ihren Kinderschuhen entwachsen und haben ihre eigenen hinterhältigen Pläne geschmiedet. Wenn du die abtrünnigen Schmarotzer zurücklocken kannst, schraube ich ihnen ihre Selbstständigkeit im Nu raus. Fühle ich auch nicht den Synchronsprecher? Okay, ich soll irgendwo. Okay, hier vorne ist was. Den brauchen wir nicht. Folgt er mir jetzt einfach nur? Ich werde neue Leitungen bei diesen kleinen Blechdosen aufziehen, wenn ich sie in die Finger bekomme. So, dann einmal Sprengmeister ist hier. Das da rechts habe ich schon gemacht, meine ich. Wir kommen doch her, du Penner. Ich habe gerade so ein bisschen viele Leute mit. Aber so geht es zum Glück. Ich muss ja nur einmal bis aus dem Weg schieben. Ja, Schnauze, meine Güte, bist du nervig. Und da rechts kann ich ja, ich muss ja gleich mit dem Joker da auffliegen, ich kann ja mit Cyborg auffliegen und dann davon den Elektroanzug wechseln, weil ich ja unendlich Elektro hab. Da hab ich mir das Ding für gekauft, das extra. Was ja doch sehr zu empfehlen ist. Kommt der mit? Ja. Ich will mal nicht zu weit von dem weggehen, weil sonst habe ich Angst, dass er sich selbst sprengt. Ja, mein Güte, du kriegst sie doch. Ja gut, wenn die kleinen Nichtsnutze Chaos verbreiten. Aber wir werden das auf nette und altmodische Art und Weise tun. Ja, ja. Okay, den Pinguin freigeschaltet. Cool. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die kaufe. Ob ich dafür die Story durchspielen muss oder nicht. Okay, das ist auch neu. Okay, das ist cool. Ich habe keine Ahnung, was mit Adam West auf sich hat. Ob der irgendwie relevant ist oder warum der immer... Danke, bei all den Helden, die mich heute gerettet haben. Gerettet werden muss. So, erstmal haben wir. Das heißt, wir können uns jetzt zweifach Punkte kaufen. Was auch eigentlich das Klügste wäre. Ja, hier kann ich einfach... Ach, das geht nicht. Dann ist halt seine Waffe ersetzt. Das ist natürlich blöd. Dann geht das trotzdem, ja... Ich glaube, in der Halle können wir auch noch irgendwas machen. Mit Strom. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte erstmal den Weltraumanzug, um hochzufliegen. Und dann nehmen wir jetzt den Stromanzug und stromen das doch mal. Und da kriegen wir einen Charakter. Frankenstein. Ich dachte gerade, das ist so wie aus Lego Star Wars Newt Gunray oder sowas. Okay, ich kann einfach random in den Flugmodus gehen, das ist cool. Aber hier ist anscheinend nichts. Okay, die haben wir schon gemacht.
Gab's überhaupt noch was für mich? Hilfe! Hilfe! Gibt's irgendwie was, wo ich wissen sollte, wie das funktioniert? Weil das war jetzt einfach nur raten. Schon auf der Tür drauf? Irgendwie ein. Achso, hier. Gut, da war ich immer blöd, da hab ich nicht drauf geachtet. Kein Problem, guter Freund. So, das haben wir getan. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles gemacht. Aber ich glaube, hier brauchte ich Strom für, ne? Und das hatte ich noch nicht. Red Tornado, was? Ich kenne diese ganzen Charaktere nicht. Okay, aber jetzt habe ich alles getan. Also ich sehe weiter nichts. Ich weiß nicht, ob man hier sich irgendwie anzeigen lassen kann, ob man alles hat. Doch, halt der verdammt. Ne, steht hier nicht. Es steht einfach nur allgemein, was man hat. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Bathöhle. Das rechts haben wir getan. Neuen Charakter hier gibt es aktuell. Habe ich mal nicht. Ach doch, hier, Poison. Unkraut wie ich vergeht nicht. Swamp Thing? Okay. Da mir ist ein Zehner. Vöglein gezwitschert, dass dieses Swamp Thing sich auf keine Frau einlässt. Aber ich liebe die Herausforderung, Schätzchen. Bring mich einfach in seine Nähe, dann hat er keine Chance, sich meinen Reizen zu entziehen. Ja, eher, fühle ich. Ich glaube, ich habe dafür nichts. Oder Gefahrenanzug? Ne, Gefahrenanzug. Oder hatte der Gefahrenanzug was? Hast du einen Gefahrenanzug? Ne, das ist der Kugelanzug. Aber du hast einen Gefahrenanzug, ne? Kann ich mit dem Wasser schießen? Nee. Batman hat einen Eisanzug, vielleicht geht's damit. Ich muss jetzt wirklich genau drauf ziehen, es reicht nicht, wenn ich einfach nur hinschieße, okay. Weil vorher war es also, ich muss einfach nur irgendwie treffen. Mr. Plessy, wir sind ein bisschen im Weg gerade. Ah, das ist das Swamp Thing. Ja, zum Glück habe ich Batman mit. Swamp Thing, ich glaube, ich liebe dich. Da bist du auf dem Holzweg, Ivy. Sei doch nicht so. Du weißt genau, dass ich keine Wald- und Wiesenpflanze bin. Denkst du etwa, ich wäre ein Holzkopf? Ja. Du willst mich doch bloß veräppeln. Das könnte etwas dauern. Ich komme schon klar, mein Lotusblümchen. Danke für deine Hilfe. Kriege ich jetzt beide oder kriege ich nur einen? Swamp Thing kriege ich auf jeden Fall. Und Poison? Kriege ich nicht. Vielleicht kriege ich Poison erst nach der, also in der Story irgendwann. Ich will es nochmal reingehen, mal gucken, ob es irgendwas Neues ist. Ich will mit dir Wurzeln schlagen. Sorry, Swampy, aber ich bin noch nicht bereit, mich niederzulassen. Hallo. Bitte, meine kleine Butterblume. Können wir nicht einfach... Genug des schwülstigen Blumengeschwafels. Wo ist das Swamp Thing hin, das mich so gereizt hat? Ich habe endlich den Duft der Rose entdeckt, mein Schatz. Und? Warte, das ist es. Ich habe es wohl ein wenig übertrieben mit meinen Pheromonen. Wenn ich etwas penetrant Riechendes hätte, könnte ich vielleicht... Du, da du uns sowieso die ganze Zeit belauschst, sperr doch mal die Augen auf, ja? Irgendwas Stinkendes sollen wir holen. Was auch immer es ist, es muss ihn aus der Rinde hauen. Okay, wir müssen hier irgendwas machen. Im Labor ein stinkendes Gebräu mischen.
sind rot. Veilchen sind blau. Und diese Rose wird dich gleich ihre Dornen spüren lassen. Hier, ein paar Eisen für dich. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen muss, Ivy. Aber ich habe dir ein Lied geschrieben. Also. Gütiger Gartenzwerg, was ist das für ein Gestank? Oh, tatsächlich. Einfach ekelhaft. Wolltest du mir nicht ein Lied vorsingen? Was? Lass mich in Ruhe, ja? Da stellt sich mir die Rinde auf. Oh, Swampy, du bist zurück. Danke für die Hilfe, Süßer. Obwohl, nächstes Mal könntest du noch eine Wäscheklammer mitbringen. Okay. So, Poison Ivy haben wir jetzt auch freigeschaltet. Würde mich interessieren, ob jetzt noch irgendwas kommt. Aber ich finde es komisch, dass man in die Bereiche so mehrmals reingeht, da ist halt immer irgendwie was anderes. Einmal gucke ich noch. Ob hier vorne jemand Neues ist. Nö. Dann kann ich noch einmal schnell durchfliegen. Ob hier hinten noch irgendwas passiert ist. Nein. Hier noch irgendwas. Nö, nur der Penner, mit dem wir schon gesprochen haben. Hier haben wir Adam West gerettet. Hier vorne ist auch noch Quatsch. Das heißt, eigentlich haben wir alles gemacht. Das heißt, wir können mal zurück in die Halle der Gerechtigkeit. Da kann natürlich sein, dass hier immer noch mehr Leute auftreten. Okay, warum ist er da vorne? Und dann gucken wir nochmal die Halle der Gerechtigkeit. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Mission und gucken uns dann nochmal um bei Batman nach der nächsten Mission. Also in der Batcave. Aber hier sehe und höre ich jetzt auch nichts. Das da kann ich anmachen, dann geht es aber nur auf, aber das bringt mir nichts. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das gemacht. Oder wir gucken jetzt nochmal kurz in die Batcave, weil wir noch 2-3 Minuten haben. Da überzeugen wir aber ein bisschen. Dann muss ich das nicht nach irgendwas anderem machen. Wir brauchen irgendjemanden, der tauchen kann für die Bad Cave, den haben wir gerade nicht mal. Lohnt sich noch in die Bad Cave zu gehen? Ja komm, machen wir noch schnell. Einmal kurz reingucken. Kurz nochmal durchfliegen. Jetzt dürfte ich das mit dem, mit Ace machen, mit dem Hundi. Da ist irgendjemand in den Brunnen gefallen. Und dem können wir jetzt helfen, weil wir jetzt Elektrozeug haben. Elektrozeug, sieht ein bisschen dumm an. Hallo Freund. Was gibt's hier vorne? Kann ich da jetzt mittlerweile rein? Charakterbearbeiter? Nein. Schade. Hier unten waren Batgirl und Ace, aber das war's und das Labor. Unten gab's das Mini-Ding, was wir schon gemacht haben. Die muss ich zerstören und hier bräuchte ich ein bisschen, doch, und sogar das kann ich machen, weil wir Batman mit haben. Achso, hier brauche ich so nah für. Wo ist denn Batman? Da ist Batman. Okay. Jetzt brauche ich meinen Weltraumanzug. Dann kann ich das Goldding da zerstören. Dann kriegt er wahrscheinlich eine Person raus, oder? Wenn es mich durchlässt, dann kann ich es mir auch holen. Wer ist das? Clark Kent? Ah ne, Bruce Wayne. Okay. Das da vorne habe ich geholt schon. Das haben wir auch gemacht, meine ich. Hier gibt es noch irgendwas. Hier bräuchten wir einen Lantern-Charakter oder irgendjemand, der graben kann. Dafür bräuchten wir jetzt Cheetah oder so. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich den Charakter wechseln kann, aber anscheinend geht's nicht.
Okay, mit ihm geht es anscheinend auch nicht. Dann würde ich auf jeden Fall noch kurz zum Doggo gehen und dann können wir den Rest wann anders machen. Hier war nichts, davon war der Pokalraum, da war glaube ich auch noch irgendwas zu tun. Achso, das macht die Karte auf. Ich dachte, damit kann ich auch was machen. Ja, eben gerade kann ich das so machen. Ah, okay, das ist so ein Ding. Grayson? Oder Grayson? Okay, irgendwie hilft mir das nicht so wirklich weiter. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir es wieder auf dem Wachturm. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.